Ask a Rabbi. Was heißt Koscher? Koscher hat mehrere Bedeutungen. Das heißt, normalerweise, wenn wir über Koscher sprechen, meinen wir Essen, was Koscher ist, was nicht Koscher ist. Aber eigentlich können viele Sachen Koscher sein. Zum Beispiel ein Gebetsschal, ein Talit kann auch Koscher und nicht Koscher sein. Wenn wir nicht alle Tzitzit an alle vier Ecken haben, ist dieser Talit auch nicht Koscher. Ein Etrog, was wir zu Sukkot schütteln, diese Zitrone, das kann auch Koscher und nicht Koscher sein. Man benutzt auch häufig diesen Begriff von Koscher auf Menschen oder Situationen. Dieser Mensch scheint nicht Koscher zu sein oder diese Situation scheint nicht Koscher zu sein oder Koscher zu sein. Ich würde das mit Halal vergleichen, wie im Islam. Und dort hat es auch nicht nur eine Bedeutung von Halal Fleisch, sondern eine generelle Bedeutung von richtig, gut, funktioniert, ist, darf so sein. Das alles gehört zum Begriff von Koscher sein. Koscher sein, Koscher essen. Ich ergänze mal, was ich glaube, Koscher für die meisten Menschen tatsächlich bedeutet, ist die Trennung von milchig und fleischig. Also die Trennung von Milchgerichten und Fleischgerichten, wobei das sowas wie Schweinefleisch ausschließt. Also es ist tatsächlich nur eine bestimmte, es gibt bestimmte Tierarten, die nicht erlaubt sind, also eben nicht koscher sind. Und man soll gemäß dem biblischen Gebot das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter zubereiten. Also das betrifft eben dass dieses Gebot, dass man Milch und Fleisch voneinander trennt. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen das, was Koscher tatsächlich bedeutet. Aber ich kann dem nur zustimmen. Die Erweiterung des Begriffes Koscher ist schon auch sehr interessant. Und also auch ein Haus, man kaschert ein Haus auch vor Pessach zum Beispiel, damit es dann eben Koscher für Pessach, das steht auch immer auf den Lebensmitteln, steht dann auf dem Wein auch drauf und auf sonstigen Lebensmitteln, dass man eben speziell diese Lebensmittel dann essen darf für diese Pessachzeit. Also definitiv ja. Also es gibt auch verschiedene Koscher-Stempel, also gerade wenn man in Israel ist oder in Ländern, wo die jüdische Bevölkerung relativ groß ist oder jüdische Geschäfte geht, dann kann man schon, auch wenn man nicht Hebräisch kann, man kann sehen, dass die Stempel, diese Koscher-Stempel sehr unterschiedlich aussehen und auch was Verschiedenes aussagen. Und es gibt einfach verschiedene Rubriken an Koscher und was für Bedingungen daran geknüpft sind. Es gibt allerdings auch eine Tabelle von Lebensmitteln auch für zum Beispiel Jung und Jüdisch. In Deutschland hat das herausgegeben. Es gibt auch so eine Tabelle von der Orthodoxen Rabbinerkonferenz, auch von der AAK, also Allgemeinen Rabbinerkonferenz, von Lebensmitteln, die man sozusagen im normalen Supermarkt auch in Deutschland kaufen kann, wo man sich keine Gedanken machen muss, sind die jetzt koscher oder nicht? Oder für, ich sage jetzt mal zum jüdischen Verzehr, jüdisch observanten Verzehr geeignet. Ja und nein, das hängt davon ab, was drin ist. Es gibt manche Gummibärchen, die koscher sind und manche, die nicht koscher sind. In Gummibärchen gibt es Gelatin. Und wenn Gelatin von Schweine gemacht ist, dann ist das nicht koscher. Und wenn Gelatin von Fisch gemacht ist, dann ist das koscher. Ich weiß, in Deutschland gibt es schon koscher oder halal Gummibärchen, die die ohne Schweinegelatin gemacht worden sind. Und auch wenn es nicht darauf steht, dass es koscher ist, wenn es keine Schweine drin gibt, dann natürlich ist das koscher. Fast immer. Okay. Also auch vegane Gummibärchen sind koscher? Vegan ist generell immer koscher, außer in Israel. Also außerhalb Israel ist generell vegan immer koscher.
Schabbat. Ja, also damit wird Schabbat beendet. Schabbat beginnt wie der jüdische Tag mit Sonnenuntergang und endet mit Sonnenuntergang am nächsten Tag. Also Sonnenuntergang am Freitag ist der Beginn des Schabbat und Sonnenuntergang am Samstagabend ist das Ende des Schabbat. Das heißt im Klartext, im Sommer ist der Schabbat länger als im Winter. Das finden wir großartig. Schabbat ist der Ruhetag, der dazu angehalten ist, dass wir zur Ruhe kommen. Tatsächlich, wir müssen alles vorbereiten. Also das heißt, das Haus wird sauber gemacht, das Essen wird vorbereitet, man kleidet sich in neue Gewänder, man feiert diesen Tag tatsächlich wie wenn man einen Geburtstag feiert zum Beispiel. Es ist die Zeit, die für Familie und einfach Entspannen vorbehalten ist und die dazu dient, dass wir einfach der Schöpfung gegenüber bescheidener werden und uns dessen bewusst werden, was wir in der Woche geleistet haben und dass die Welt sich weiter dreht, auch wenn wir nicht arbeiten. Hier ist auch eine Ja- und Nein-Antwort. Das haben wir oft im Judentum. Eigentlich nicht, aber das heißt, eigentlich soll Schabbat unser Ruhetag sein. Aber wenn es uns Spaß macht, dann ist es natürlich erlaubt. Aber auch wenn es erlaubt ist, hängt es davon ab, welche Art von Sport. Das heißt, es gibt Arten von Sport, die nicht erlaubt sind, mit elektronischen Geräten zum Beispiel. Es gibt Arten von Sport, die doch erlaubt sind. Es gibt keine klare Antwort. Man muss in jedem einzelnen Fall einen Rabbiner fragen und recherchieren. Aber generell ja und nein. Das deute ich als Meldung. Das dürfen Sie als Meldung, Frauen tragen sehr wohl Kippa. Es ist einfach eine Entscheidung, die Frauen treffen können. Andere Frauen entscheiden sich für andere Kopfbedeckungen. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert, also von einfachen Haarband oder Haarreifen oder einer etwas größeren, also sowas hier zum Beispiel, oder Freundinnen von mir tragen sowas hier. Also die Art von Kopfbedeckung ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und ich bin immer wieder zu dieser Kippa zurückgekommen, weil es für mich immer wieder die Kopfbedeckung ist, die zu mir auch passt. Und ich glaube, dass Frauen keine Kippa tragen, ist einfach Deutschland nicht sehr gebräuchlich. In den USA sieht es komplett anders aus und in England auch. Also insofern stimmt nicht. Also ich trage Kippa und bin da auch sehr zufrieden mit und freue mich immer, wenn ich sie aufsetze. Okay, weiß ich nicht, ob es dazu was zu ergänzen gibt. Ich würde sagen, dass die Frage sein könnte, warum Männer überhaupt eine Kippa tragen und nicht, warum Frauen keine Kippa tragen. In der Geschichte wissen wir, dass Männer heute eine Kippa tragen, das ist ziemlich neu, mindestens auf der Straße. Vorher haben die auch in Deutschland die orthodoxen Männer auch kein Kippa getragen. Wir haben eine sehr berühmte Geschichte mit Rabbi Samson Rafal Hirsch, der eine seine Lehrer bei seiner Yeshiva gesagt hat, du sollst kein Kippa hier tragen, wenn du dich mit anderen Leuten triffst, das ist unrespektvoll. Und nach der Shoah hat sich es entwickelt in einer Art, dass alle orthodoxen Männer Kippa immer tragen. Das haben wir natürlich von der Talmud, dass wenn man betet oder man Torah lernt, soll man eine Kopfbedeckung haben. Aber zum Beispiel bei den ultraorthodoxen Frauen, die immer ein Kopftuch haben, die brauchen gar kein Kippa, die verheiratete Frauen. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Die erste Rabbinerin weltweit wurde 1935 in Berlin ordiniert, Rabbinerin Regina Jonas.
Es gibt allerdings tatsächlich Diskussionen, ob es nicht schon frühere Rabbinerinnen gegeben hat, also im Mittelalter oder noch früher. Also manche gehen da sehr weit zurück, auch in talmudische Zeiten zurück. Ich würde schon, also unter dem heutigen Verständnis von, was Ordination bedeutet, denke ich, ist Rabbinerin Regina Jonas die erste Rabbinerin, die wirklich eine Ausbildung eben durchlaufen hat und zur Rabbinerin ordiniert worden ist und auch als Rabbinerin amtiert hat, also bis 1942, also dass sie ist sozusagen auf ihren Schultern stehen, sämtliche Rabbinerinnen, die danach ordiniert worden sind. Also es gab ja nach ihrer Vernichtung in Auschwitz gab es ja eine ganz lange Pause, weil ja das europäische Judentum im Prinzip vernichtet worden ist oder dessen geistige Elite vernichtet worden ist. Und dann wurde die erste Rabbinerin Sally Prisand 1972 in den USA ordiniert. Also es gab eine ganz lange Lücke und jetzt inzwischen holen wir auf, also auch das Konservativ oder das Masorti-Jugendtum ordiniert seit den Mitte 70er Jahren Frauen zur Rabbinerin. Und als ich angefangen habe in meinem Jahrgang, wir waren tatsächlich 8 Frauen und ein Mann. Also es ist es balanciert sich so langsam aus. von daher, es gibt einen immensen Nachholbedarf, glaube ich, auch immer noch. Das ist auch gut so. Es war sehr schön, als wir eine internationale RabbinerInnenkonferenz hatten von der Rabbinical Assembly, wo ich Mitglied bin, zu sehen, wie viele Frauen dort auch präsent waren. Und das erfüllt mich sehr mit Freude, weil das einfach ein Schritt mehr in eine gerechtere Welt ist. Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil es gibt mindestens 3 Antworten in alle 3 Hauptströmungen: Judentum, Orthodox, Liberal und Konservativ. Am Ende würde ich sagen, sind alle einstimmig, dass man einen Rabbiner haben muss, ein Beit Din haben muss, ein gutes Wissen von jüdisches Leben, ein Teil von einer jüdischen Community irgendwo sein und normalerweise mindestens zwischen 1 bis 2 Jahre lernen. Das sind normalerweise Gyur-Unterrichte. In manchen Gemeinden gibt es keine Unterrichte offizielle, man lebt einfach mit jüdischen Familien. Und dann konvertiert man einen. Aber was alle haben, ist normalerweise Beit Din, ein religiöses Gericht und Rabbiner und Gemeinde. Okay. Ich ergänze mal die Mikwe. Also ich ergänze mal die Mikwe. Also das rituelle Tauchbad, was man natürlich auch noch absolvieren muss in irgendeiner Form. Das darf auch der Ozean sein. Und Männer müssen sich beschneiden lassen, sofern sie es noch nicht sind. Und selbst wenn sie es sind, gibt es noch Hatafat Damrit, also den rituellen Tropfenblut, der dann auch noch hinter sich gebracht werden muss. Also der Weg ist wirklich lang und man fordert die Kandidaten sehr heraus und auch zu Recht. Also weil es eben, es ist eine Entscheidung fürs Leben. Ja, gibt es. Also man soll Kinder ab einem bestimmten Alter schon an das Schma heranführen. Das wird natürlich dann auch sehr kindgerecht gemacht. Also die Kinder wachsen, sollen langsam sozusagen in die Gebete hereinwachsen. Und natürlich ist die Kindersprache eine andere als das, was Erwachsene sprechen. Aber sie werden langsam herangeführt und sollen langsam eben auch Brachot, also die Segenssprüche lernen und die Gebete lernen, sobald sie eben auch verständlich genug sind, zu verstehen, was sie da tun.
und hereinwachsen in die Tradition. Es gibt, also was meine Beobachtung ist, in USA sind sie ein bisschen flexibler und auch in vielen Sachen kindgerechter. Also es gibt tatsächlich gute Kinder Gebetbücher und auch Kinderbibeln in anderssprachigen Ländern. Deutschland hinkt da noch ein bisschen hinterher, auch wenn die Tora inzwischen kindgerecht übersetzt worden ist von Eva Letzi. Also durchaus zu empfehlen. Also die Tzitzit stehen oder symbolisieren die Gebote und sollen im Alltag an die Gebote Gottes erinnern, an die Gebote und an die Gegenwart Gottes. Also es ist sozusagen eine permanente Erinnerung an Gott. Und es gibt verschiedene Traditionen, wie diese Knoten geknotet sind. Ich habe tatsächlich einen eigenen Talit gefertigt, also selber genäht und habe die Tzitzit auch selber geknotet. Also das war eine sehr bedeutungsvolle Zeremonie für mich selber und ich weiß, dass es viele Familien machen für ihre Töchter und Söhne, wenn die Bnei Mitzvah werden, dass die wirklich ihre eigenen, dass die den Kindern sozusagen beste Wünsche und Segenssprüche in diese Tzitzit mit hineinknoten. Also das ist ein wunderschöner Brauch. Hat zufällig jemand von Ihnen gerade einen zur Hand, dass wir das auch mal sehen können? Ja. Also das ist eine Talit-Tasche. Und das ist mein Talit, den ich zur Ordination bekommen habe. Die angenehmen Wege sozusagen. Sehr schön. Das war der Spruch, der am Studienraum dran stand, wo wir Talmud studiert haben, die ersten 3 Jahre und dann auch darüber hinaus Beit Midrash, also unser Studienzimmer sozusagen da war. Und das ist einfach nur die Farben meiner Alma Mater. Okay. Genau. Danke. Das sage ich auch häufig, wenn ich Vorträge halte. Viele Menschen wissen nicht, hier in Deutschland zum Beispiel, wissen nicht, dass Synagogen außerhalb von Sicherheitsfragen generell offen sind. Also jetzt natürlich in Corona sind viele zu, aber Synagogen, genau wie Kirchen, immer offen sind. Alle können kommen. Manche Gemeinden brauchen das für Sicherheitsgründe, da muss man sich vorher anmelden. Aber eigentlich kann man, und man meine Meinung nach auch soll, zu jüdischen Gottesdiensten vorbeikommen und schauen, wie es aussieht und ein Gefühl kriegen und ein besseres Verhältnis und Wissen über Judentum zu haben. Synagogen sind offen und alle sind herzlich eingeladen. Wir haben auf unsere Synagoge, viele Synagogen in Europa, haben wir Kibeti Bet Fila Yikare Lechol Amim, dass mein Haus ein Haus von Gebet ist und alle Völker gerufen sind, zu kommen. Also auch zu dieser Frage haben wir mehrere Meinungen. Orthodoxe Juden würden normalerweise nicht in eine Kirche reingehen, aber die würden trotzdem in eine Moschee reingehen. Es geht um eine halachische Frage, ob christliche Kirchen als Götzendiensthäuser zählen oder nicht. Das ist eine halachische Diskussion. Und die Orthodoxe würden sagen, dass man in eine Kirche nicht reingehen darf. Aber bei vielen liberalen und konservativen Juden würden sie dort trotzdem bei einem Gottesdienst einer Kirche teilnehmen. Wie viele Sachen in Judentum, wir haben keine richtige oder klare Antwort, was für alle gilt, sondern wir haben mehrere Antworten, also ja und nein. Darf ich eine andere Antwort? Ja, ich habe eine andere Antwort. Ich sehe eher das Problem, dass Kirchen auch als Friedhof benutzt worden sind und dass eben viele Kirchen
im Prinzip Grabstellen sind und dass Juden ja untersagt ist, auf Gräbern herumzulaufen. Also deswegen sind auch, man darf nicht Gräber betreten, das ist Juden untersagt und auch deswegen ist es so schwierig, in Kirchen zu gehen, weil man einfach nicht weiß, wo sind vielleicht noch Menschen begraben und wo ist es stets nicht so weit dran, dass man sozusagen das umgehen kann. Ne? Also es ist weniger das Problem, dass jüdische Menschen an christlichen oder muslimischen Gottesdiensten teilnehmen. Es ist in Kirchen tatsächlich eher das Problem, dass Kirchen ganz oft eben Beerdigungsstätten sind und dass das Juden untersagt ist, Gräber zu betreten. Auch bei jüdischen Beerdigungen gibt es mehrere Arten, wie man das macht. Es gibt unterschiedliche Minhagim, unterschiedliche Bräuche, wie man das macht. Generell ist immer freundlich, wenn man zu einem jüdischen Setting kommt, ob es eine Synagoge ist oder eine Beerdigung, dass man einen Kippa tragt. Und bei manchen Gemeinden würden sie sich auch wünschen, dass Nicht-Juden nicht zu nah zum Grab kommen oder nicht beerdigen oder nicht den Sarg tragen. Aber generell gibt es keine, außer Kippa und dass man nicht mit einem Bikini kommen soll, keine Regeln, was man darf oder nicht machen darf. Rabbi Jonas Mertin, wollen Sie was ergänzen? Ich glaube, der größte Unterschied oder einer der größten Unterschiede zu einer christlichen oder atheistischen Beerdigung ist, dass man auf dem Weg zum Grab 7-mal Stopp einlegt. Und das ist, wenn man halt sich nicht auskennt, ist das sehr ungewöhnlich. Und ich weiß, dass viele davon irritiert sind, aber man zögert sozusagen die eigentliche Grablegung symbolisch hinaus, weil man sich eben mit dem Abschied schwer tut. Und dann gibt es aber einen Schwenk innerhalb dieser Beerdigungszeremonie, also in dem Moment, wo der Sarg sozusagen runtergelassen wird. Also es gibt keine Urnenbeisetzung im Judentum. Es ist immer ein Sarg, das muss man dazu sagen. In dem Moment kehrt sich die Situation um. Also bis dahin ist es Kavod Hamet. Also es geht um die Ehre für den Verstorbenen oder die Verstorbene. Und danach geht es darum, die Hinterbliebenen zu ehren und denen den Platz zu geben, den sie brauchen und auch für ihre Trauer Platz zu haben. Also das ist auch so in dem Ritual sehr einfach für mich immer noch ein wunderschönes, auch dem Leben zugewandtes Ritual. Eine jüdische Beerdigung ist, hat trotz aller Traurigkeit und natürlich auch Tragik manchmal immer diese Zugewandtheit zum Leben. Sehr schön. Ich muss kurz sagen, Sie müssen den Uhr nicht umdrehen. Das sage ich nur aus Erfahrung hier in Dresden. In manchen jüdischen Gemeinden werden sie auch sehr beleidigt werden, wenn man Blumen zu einer Beerdigung bringt. Das ist abhängig von Gemeinde zu Gemeinde, aber das muss man daran denken. Lieber vorher fragen, darf ich Blumen mitbringen? Okay, Sie werden deswegen es gibt natürlich immer 10.000 Erklärungen, aber es ist ein rassidischer Brauch ursprünglich. Es ist auch nur eine Tradition bei den aschkenasischen Juden, also Sephardim machen das nicht. Sie werden deswegen auf Stühlen getragen, weil sie eben sozusagen für diesen einen Tag sowas wie König und Königin sind. Und sie werden sozusagen symbolisch über alle anderen Anwesenden getragen, um ihren sozusagen königlichen Status für diesen einen Tag zu symbolisieren. Ich weiß nicht, ob es eine Bedeutung hat, welches oben oder unten ist. Ich weiß nur, dass
dass die Bedeutung für diesen Davidstern ebenso, also die Bedeutungen, muss man besser sagen, ebenso vielfältig sind, wie man sich das mit anderen Dingen mit jüdischen Symbolen sozusagen vorstellt. Es ist allerdings ein sehr junges Symbol. Also der Davidstern ist tatsächlich erst im Mittelalter als jüdisches Symbol sozusagen geframed worden. Das ist wirklich relativ jung. Also wenn man das mit der Menorah zum Beispiel vergleicht, ja, also das geht ja zurück auf Tempelzeiten, ist der Davidstern wirklich noch, ich sag jetzt mal, steckt in den Kinderschuhen. Was mir gut gefällt, ist, dass, also es gibt so eine Bedeutung, die vergleicht den Davidstern, die zwei Dreiecke des Davidsterns, so ähnlich wie Yin und Yang, ja, also männlich-weiblich. Es gibt eine Bedeutung mit Himmel und Erde, also das, was mit der flachen Seite nach oben ist, steht für unsere Beziehung zum Himmel. Und das, was mit der flachen Seite nach unten ist, steht für unsere Beziehung zur Erde. Dann gibt es als nächstes das Symbol für diese drei Seiten, ja, für den Bund mit Gott, also eben diesen Dreiklang aus Gott, Torah und Volk Israel. Das sind so diese drei Seiten. Dann gibt es in der kabbalistischen Tradition eine Idee von diesen sechs Spitzen, ja, die für Nord, Süd, West und Ost stehen und für oben und unten. Und die 12 Seiten, die sich halt aus diesem Davidstern ergeben, die eben die 12 Stämme Israel repräsentieren. Aber das sind nur ein paar von den möglichen Bedeutungen. Vielleicht hat ja mein Kollege Akio Weingarten noch anderes zu bieten. Genügt. Sehr gut geantwortet. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, zu welcher Strömung man gehört. Also, bis hin zum Conservative-Judentum ist es tatsächlich erlaubt. Also es gibt auch eine Tshuva, also eine religiöse Response, die eben besagt, dass auch jemand, der tätowiert ist, auf einem jüdischen Friedhof beerdigt werden darf, auch wenn er sozusagen seinem Körper sozusagen Schaden zugefügt hat. Aber das ist tatsächlich im deswegen ja und nein. Also es ist kommt darauf an, zu welcher Strömung man gehört. Also in meinem Jahrgang gab es auch RabbinerInnen, die tätowiert waren. Also insofern ja, natürlich.